Thank you.
Von der Biologie weg hin zu Sachspielen. Das ist die Herausforderung.
Die Dinge, die aufgestellt worden sind, sind gezwungen,
Laufbahn,
erstmal genutzt worden ist, mal eine Kanada darzustellen und so weiter und so fort. Das war ein Zeichen dafür, dass wir haben diese Zeit gehabt, wo alle zusammen in einer Harmonie und natürlich auch mal die Erde als unsere Wirklichkeit gesehen haben, weil sie hat uns das gegeben, was wir alles gebraucht haben, um zu überleben, oder? Es geht halt immer darum, beides zusammenzubringen, materielle und das spirituelle. Also ich meine, Gegenteil von dem Materiellen ist so saublich wichtig. Es gibt auch Leute, die diesen rein spirituellen Weg gehen. Ich habe es in Indien auch gesehen. Und es ist auch relativ schwierig da geworden. Das ist auch nicht so richtig gewesen. Also jeder Einzelne kann den gehen, da habe ich schönsten Respekt davor. Es ist frei zu tun, was du willst. Aber niemals können die der Lebensweg von ob das von diesen Mönchschaft, also ob das in Indien auf den Yogi nennt, oder ob der von den Mönchen von Berg Athos reden, wo er nicht mehr weitere Tiere auf dieser Halbinsel wirken. Das kann jeder Einzelne so machen, das kann jeder selbst so, ja. Aber von dort können niemals Regeln kommen für alle Menschen, das geht aber nicht, weil die sind auch lebensfeindlich. Es gibt auch in der spirituellen Extreme, spirituelle Extremisten sind auch lebensfeindlich. Leben ist grundsätzlich diese Vereinigung von dem Materiellen und dem Spirituellen. Und die einen gehen nur ins Materielle, nihilistisch, glaubt man gar nicht, es gibt keinen Spirituellen, das gibt es nicht. Das ist völlig falsch. Aber die andere Seite der Aufwärtsfahrt. Und für uns kann es nur darum gehen, in die Mitte zu kommen. Ja? Und das ist wo das Welt oder das Mensch steht, was ich sehe. Der Mensch ist aufrecht und er steht mit den Füßen auf der Erde und mit seinem Kopf, wo da die ganzen feinstofflichen Dinge sind, Gedanken und so weiter, geht Richtung Mitte. Ja, dazwischen steht er. Ja, aber wenn er nur so den Tor gefunden hat, unten am Bauch, ja, dort haben wir dann die ganzen materiellen Dinge, was ist Verdauung, was ist der Magen, das Darm, das Sexualität auch, ja. Und dann gibt es zentrale Nerven, die zehn oben und dann werden im Kopf die ganze Schwierigkeit im Nerven. Aber beides muss zusammengehen. Und die Mitte des Menschen ist gefährlich. Ich glaube, dass beides zusammengeht. Und wenn du nur in ein Extrem abtauchst, dann kommst du nicht zu dem, was man ganzheitlich nennt. Und dann sind wir nicht in den Naturzustand, den wir anstreben. Das ist ein roter Faden, der muss verändern. Ja. Dieses Thema kommt immer wieder in den verschiedensten Prozessen hoch. Und eben auch in dieses Thema. Das ist interessant, weil das bringt uns auch mal zu dieser Imbalancierung zwischen weiblicher und männlicher Energie wieder. Na, das ist dann schon wieder dieses Thema, das wir mal oft hier in Sendung gebracht haben. Ist es dadurch, dass wir überwiegend in einer männlichen Energie-Society wohnen, dass man sieht, dass viele Geschäfte, die passieren, und diese Balance muss irgendwie sich wieder zusammenfinden. So wie du sagst, mal, wir müssen auch ein bisschen mit dem Verstand. Ja, ich mal gehört, das gehört. Okay, wir reden schon den ersten Hand hier. Wir haben vorhin geredet von diesem Klinkschema, die Rede von wirklich, wenn wir in Kürzern mit dem Philosophischen öffnen, in 7 Jahren, das Irdische, der Körper. Und das ist immer das Ganze. Immer hast du diese Polaritäten, immer hast du diese Dialektik. Ja, das ist die Natur schon da und man denkt, die benutzen auch immer wieder diesen Mechanismus, weil es so funktioniert, immer diese 7 Jahre Kreisung. Die meisten Menschen sind wie so ein Pendel, es geht immer hin und her. Also. Und das ist genauso wie Gegensatz zu vereinen und wir müssen diese Extreme zu verfallen. Egal, ob wir über Psychosysteme reden oder eben über die Geist und Materie zusammenbringen. Die müssen immer in die Mitte kommen. Das ist nur das ganzheitliche Schritt. Ich glaube, war schon der berühmte deutsche Yogi Franz Beckenbauer. Ich habe gesagt, Tor steht in der Mitte. hast du eine Meinung dazu? Sicher, oder? Ja, meine vollkommen zustimmen, die Mitte auf jeden Fall. Man muss schon beide Seiten annehmen, weil jeder hat auch eine dunkle Seite. Jeder von euch Zuhörern und jeder von euch Moderatoren, ja. Ich habe auch eine dunkle Seite und der muss man halt auch klarkommen und alles gehen. Und akzeptieren, dass sie da ist. Man sollte halt dann für sich ausmachen, so inwieweit es ethisch okay ist, diese Grenze zu dehnen quasi. Das ist sehr interessant, Bruder. Erzählen wir doch ein bisschen mehr was über deine dunkle Seite. Come on, Bruder. Ja, ich lege meine nicht so gerne offen wie du deine. Aber das können wir gerne so machen, in einem Spezial oder so. Okay. Die sehe jetzt vorhin, sagt nichts mehr, was? Nee. Oh, Schatz.
Wieser, hast du eine Meinung dazu? Das finde ich gut. Findest du nur das auch mal, dass wir müssen mal eine Mitte irgendwo finden, wa? Ja, es gibt halt absolut viele Aspekte und klar, also das ist ziemlich auch in die Mitte, ist klar, du musst halt, wir haben hier gewisse Regeln auf diesem Planeten. Man kann dort, ja, wie soll ich das sagen, man kann da halt auch viele andere Dinge zu Rate ziehen, also wenn wir das Zeichen sehen, dass Jesus in der Wüste mit Satan, wie gesagt, der gesagt hat, er ist der Herr dieser Welt und knie nieder und ich mache dich zum Herrscher dieser Welt und so weiter. Und also das sind ja so, da kann man ja schon ein bisschen auf diesen Metaphern oder was es auch immer sind, da kriegt man ja schon Denkanstöße. Ja? Das Materielle, wir wissen ja jeder, dass diese materielle Welt, in der wir leben, also die begreifbare Welt, die fassbare Welt, ist ja letztendlich ein Konglomerat von Täuschungen. Beziehungsweise, also wir wissen, wir sehen nur eine Oktave Licht, das sichtbare Licht. Wir wissen, wie schnell unser Auge auch betrogen werden kann, ja, mit optischen Täuschungen. Wir wissen, dass das, was wir sehen oder das, was wir hören, das sind halt Schwingungen, Luftmoleküle werden in Bewegung gesetzt, die treffen auf unser Trommelfell. Dort gibt es einen elektrischen Reiz und das alles spielt sich bei uns hier sozusagen in diesem Gehirn ab und wird dort verarbeitet und zusammengesetzt zu dem, was wir dann wahrnehmen sozusagen. Und das ist alles auch manipulierbar. Also welche Art von Realität nehmen wir überhaupt wahr? Das muss man sich dazu erstmal begreifbar machen. Das muss man erstmal verstehen, weil wir erfahren ja nur das, was wir über unsere Sinne wahrnehmen können in erster Linie. Also ist das für uns ja eine Realität. Und deswegen haben ja viele Menschen auch das Problem, sich damit anzufreuen, dass es vielleicht noch eine andere Realität gibt oder übergeordnete Realitäten, eine Dimension oder wie auch immer, oder feinstofflich oder was ist da auch, wie auch immer. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Theorien und Thesen dazu. Aber genau das ist der Punkt, dass es dann aber auch auf der anderen Seite Phänomene gibt, die einfach auch nicht in dieses materielle Weltbild passen sozusagen, sondern die immer wieder daran rütteln und sagen, hey, Moment, ich kann dann halt das einfach auch passieren. Gewisse Dinge, die halt nicht erklärbar sind mit unseren physikalischen Gesetzen, mit unseren physikalischen Regeln und so weiter und so weiter. Das muss man sich erstmal bewusst machen. Und dann, glaube ich, kommt halt auch dieser Punkt, dass du weißt, okay, du musst halt die Mitte finden in dieser ganzen Story, in der du dich hier bewegst. Ja, dass du weißt, es gibt da noch was anderes und wenn du dich darauf einlässt, kann man das auch durchaus wahrnehmen und auch Vorteile davon haben, weil man da auch in gewisser Weise mit etwas verbunden ist. Und dir fallen halt Dinge auch zu in deinem Leben, Zufall hat, das fällt dir zu und die dann auch wieder letztendlich einen Sinn haben und so weiter. Also man muss das halt beides zusammenfinden, ganz richtig. Also, aber grundsätzlich muss man sich darüber erstmal bewusst werden und das anerkennen, dass da halt auch mehr sein muss. Ja, also das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe mal heute eine Interview mit D3 gesehen aus 2010. Und das, was wir alles darüber sprechen, und was mir so geschockt hat an dieser ganzen Geschichte, ist, dass D3 hat in dieser Interview für 6 Jahre gesagt, dass 2016 wird ein Jahr, wo eine komplett neue Welt dargestellt wird, dass wir würden erwachen. Und das ist für 6 Jahre her, und als er das gesagt hat, ja, und genauso wie du das gerade erklärt hast, ist, dass wenn wir wach werden dazu, dass das Welt sich anders ist, dass er das mal erwähnt hat. Das haben wir mal jetzt gerade so ein bisschen weggeschaut, weil interessanterweise, Herr Frank, wir haben auch mal über den Bereich gesprochen, ist, dass man viele von diesen Leuten, die ihn getrashed haben, als er diese verschiedenen Thesen herausgebracht hat, über die Pädophil-Ring und sowas, dass die tatsächlich öffentlich bei ihm jetzt mal entschuldigen und sowas im Netz und so weiter und so. Und als ich das gesehen habe, das war zufällig, als er mal schon in 2010 gesagt hat, dass 2016 wird das Jahr des Erwachens des Menschen, dass wir realisieren, dass die Welt anders als es damals gestellt wird und dass das war uns gelehrt wird in den Büchern. Das
fand ich mal jetzt gerade sehr, sehr interessant. Und deswegen musste ich mal das Thema hier reinschreiben. Also, tatsächlich, Alex, ich meine, wenn wir so gucken, was passiert in unserer Sendung in den letzten Wochen, Monaten, was das ist, kommen wir versuchen, da ein bisschen so am Ball zu bleiben. Ja, wirklich, ist nicht einfach. Es ist, weil es ist unglaublich, in welchen großen Dimensionen tatsächlich so grundlegende Paradigmen fallen oder zumindest ins Wanken geraten oder in Zweifel gezogen werden. Das ist wirklich erstaunlich. Ich finde, nach dem Wort in Englisch würde man sagen, awesome. Ja, awesome. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch sagt oder so. Nee, nicht Wucht erregen, aber sondern wirklich erstaunlich. Erstaunlich, ne? Weil from awesome kommt diese Wort vor, wenn jemand absolut überrascht ist und so fünfmal weggekriegt ist und wow, oh Mann, das ist awe, in awe zu sein. Ja, und wir haben Kaffee oder so. Ja, also, ja, ich meine, das ist tatsächlich, was wir doch jetzt erkennen. Also, wie hat sich tiefe Paradigmen fallen und wir merken auch, wie das so für manchen, wie das so beköpft unsere reine Ratsleben ist, wirklich schwer zu greifen. Und das ist auch wieder ein Ding mehr, was uns dann auch einfach ins Herz zurücklässt. Weil, wenn ich glaube, rein im Kopf werden wir ganz alle Dinge wirklich greifen. Manche Dinge sind schon zu schlecht. Die ganze Zurückgeschichte, die jetzt auch immer. Mehr Fahrt auf, und das ist auch zum Beispiel, ich komme an die Grenzen von meinen kognitiven Fähigkeiten. Ja. Das ist so denkerisch, intellektuell, das ist so drin, da komme ich an Grenzen. Ich habe mich da jetzt schon so viel mit beschäftigt, aber wie tief war ich da einfach auch, also machst du mich da nicht mehr raus? Lass uns mal Michael ein Kulturstudio mal als Beispiel nennen. Michael, Kulturstudio existiert wie lange jetzt? 5-6 Jahre, oder? Also, wir haben 2010 die erste Sendung, glaube ich, gemacht in diesem Level und 2011 ging es dann eigentlich mit regelmäßigen Sendungen. Okay, aber in dieses Themen hineinzusteigen, also ein bisschen außer dem Rand hinauszuschauen, um diese Themen mal ins Licht zu bringen, wo man sitzt da und sagt, ja, ich glaube für 10 Jahre, okay, wenn wir mal in 2010 angefangen haben, ich glaube für 10 Jahre wäre das mal absolut nicht so wirklich bewusst unter den Menschen. Es ist schon erstaunlich, was in den letzten 5-6 Jahren mal jetzt langsam an nichts kommt. Ich weiß es nicht. Also für 10 Jahre könnte ich mir mal vorstellen, dass das Leute so wie wir eventuell mal weggesperrt werden wollen. Naja, okay, wir wissen jetzt nicht, wie sich das Ganze entwickeln wird. Also ich sehe das schon von allein der Arbeit des Kulturstudios, dass sich da natürlich viel, viel mehr entwickelt hat, also dass es viel mehr Leute gibt. Teilweise auch mittlerweile, wo man wird angesprochen auf der Straße, wo man das teilweise erkannt und das war zwar die Situation, wo man das daher. Und auch von Leuten, ich denke, ich war vor Sonderweise in der Mittagsspielplatz und da kommt ein älteres Ehepaar, das guckt mich an und dann sitzt der ältere Mann da. Gute Sendung, letztens! Er kam zu mir, wir haben ein bisschen gesprochen, er ist Rentner, Assistent im Ruhestand und er guckt halt auch die Sendung und er findet das total toll. Also, wo ich denke, so, das ist ja da. Also gerade mit Leuten, die du nie betreffen würdest, dass die vielleicht auch in die andere Richtung mal schauen oder sich dafür interessieren. Der zu der Antitreibung und so weiter, das hat alles zugenommen. Wenn ich überlege, was ich mache, die BID betrifft sich auch sehr oft darüber. Ich meine, da gibt es sicherlich auch die unterstütze oder auch unterschiedliche Sichtweisen, die ich halt nicht unterstütze oder so. Aber das Grundsätzliche, was die BID betrifft und so weiter, das war ja vor 5 Jahren, dass wir schaffen, das war total, oh Gott, das hat man ganz vorsichtig angepasst, da war man auch noch ein bisschen unsicher und begrenzt in dem Sinne, dass man irgendwie auf die Ecke gestellt wird, und mittlerweile, schaut mal, das haben wir jetzt, also die bezeichnen ja diese Leute als Reichsbürger und wieder von der um diesen Kampfbegriff zu haben, sozusagen, zu diskutieren, als diese Reich, das war mein Recht, das war der Nazi, das war der Hitler, da gab es dann früher irgendwie so eine
Vor zwei, drei Jahren gab es da irgendwelche Dienstanweisungen, ja, die nicht unterschrieben waren, so dass ich die Verantwortung über diese Dienstanweisung Handlungsempfehlung waren, sogenannter Reichsbürger. So, dann gab es dann über ein Jahr später gab es so ein etwas dickeres Prospekt über diese Reichsbürger und mittlerweile gibt es ein 300 Seiten dickes Buch über den Reichsbürger und den Umgang mit den Reichsbürgern, Argumentation und so weiter. Also, da kann man ja mal sehen, dass zumindest ganz, ganz, ganz viele Menschen gibt, die zumindest bei den Behörden und so weiter unangenehme Fragen stellen. Ja? Also da sieht man ja auch, dass das häufig ist. Die vielen sagen, okay, das ist alles trotzdem zu minimal und so weiter. Aber ich sehe das dann auch bei Leuten, die die eher als Schlafphase bezeichnen würden, dass dort auch was passiert, weil diese Realitäten, die wir gerade vorgesetzt bekommen, ging los mit Ukraine, glaube ich, da ein Riesenschwung, was zum Beispiel auch Medienkompetenz betraf, also da gab es auch viele Dinge aufgemacht. Und dann jetzt nochmal mit dieser Flüchtlingskrise, da merken die Leute, dass das irgendwie alles doch nur Witz ist, was hier passiert, also dass hier unsere Meinung nicht gefragt ist, dass wir gar nicht entscheiden dürfen, mit wem und wie und irgendwie überhaupt unsere Gesellschaft aussehen soll. Also wollen wir überhaupt zuwandern, wollen wir mit den Leuten zusammenleben, in welche Form und so weiter, also das ist bestimmt. Und das Internet, das ist dafür auch nochmal Wenn wir diese
Zensurkiste machen, es wird dann eine andere Lösung geben. Es wird dann anders kommen, irgendwie geheimnisvoller und verbotener sie das machen, umso reizvoller wird es auch gerade für die Jugendlichen. In der Tat, ich meine, man macht also sehr geil, sich in der Nachschütze kriegen. Oder man möchte generell also wirklich ein Stecker ziehen. Aber dann das geht dann auch nicht, weil dann würde auch für weite Teile der Wirtschaft zusammenbrechen. Thank you.
Ohne Kraftwerk. Ohne Kraftwerk? Ich war eben weg. Ja, also, wenn die Technik nicht komplett abgeschafft wird, dann war per IRP oder irgendwie ja, Sonneninfektion oder irgendwie sowas, dann wird es sicherlich nicht so geben. Das gibt es nicht. Ich hab den Namen gegessen. Meinst du diese Tor? Nee, nicht Tor. Ich wollte eigentlich auch nur was von dem. Startnetz, ich weiß nicht, komm ich drauf. Es ist auf jeden Fall ein Netz von den Netzen, was unter verschiedenen WLAN quasi auch gewonnen wird. Immer hat man quasi ein unabhängiges Netz von einem Anbieter. Man kann halt über diese Access Points, was da dein eigener Mutter noch ist, kann halt auf das Netz greifen. Und die Geschwindigkeit hängt halt von den Mutter ab. Rein. Aber das war schon ein bisschen in den meisten Bereichen. Da gibt es dann etliche Lösungen, die das jetzt haben. Aber Leute, die hier im Chat haben, mal Freifunk erwähnt. Das ist im Einzelnen da genau frei. Aber wenn ich die ganze Zeit nicht abschalten kann, dann ist es gerade nicht mehr. Aber das können Sie nicht machen. Da wird das System zusammenbringen. Und dann können Sie erstmal ein System zusammenbringen. Oder so. Also was wäre die Konsequenz? Ich meine, Sie brauchen ja letztendlich als Grundliste, um halt Ihre Überwachung offen zu erhalten. Und dann kann man ja, wäre ja der Impfung logische Schritte zu sagen, nur als Schritte zu kriegen, weil sie da auch wieder brauchen. Und wir brauchen dann deswegen die Kontrolle, weil also damit gehen die auch groß viel Kontrolle auf. Ja? Ja, das ist ein guter Gedanke, ganz genau so ist es dann. So gesehen werden wir vielleicht sogar auf der Gewinnerseite, dann wird es nicht besser, die man angebracht hat. Wenn wir dafür sorgen, dass die Smogis dann auch aufwachen und wir würden nicht mehr untereinander schieben auf die Straße, so, ey, wir haben ja einander Menschen, so, also, wenn du das sagst, dass es der Einzige ist. Das ist schon der Einzige, wenn du so kurz das Lust gemacht hast, dass wir so eine Ausnahme fest, würde er genau deswegen die Kunst, dass wir der Mann gebrochen wurden. Das ist ja genau das, was wir vorhin hatten. Aber man kann ja mit so Ich würde sehr gerne nachgehen.
Ich habe ziemlich gut. Ich habe auch